Hallo Kackbratzen. Wir schreiben das Jahr 2032. Genauer gesagt irgendwann nach dem 14. Mai, denn an diesem Tag zerstörte der Blaze die Realität unserer Welt und verwandelte sie in einen trostlosen und verlorenen Ort, in dem die Menschheit nur noch überleben kann, indem sie sich an ihren barock genannten Wahnvorstellungen festhält. Das kann freilich nicht der Sinn des Lebens sein, da die Menschheit sich selbst in Geiselhaft genommen hat und sich somit selbst ihrer Freiheit beraubt. Um uns aus dieser desolaten Situation befreien zu können, müssen wir aufhören zu existieren. Wir müssen uns reinigen, unsere Wahnvorstellungen ausrotten und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann müssen wir diesen Vorgang eben immer und immer wieder wiederholen, bis wir endlich Erlösung finden können. Oder existiert diese Welt nicht wirklich? Was ist überhaupt schon real? Welche Bedeutung hat überhaupt unser Dasein? Und befinden wir uns vielleicht selbst nur in einer Simulation? Willkommen in der Welt von Barock, in der wir die Rolle eines stummen und namenlosen Protagonisten übernehmen, dessen Geist nur ein Gefäß für schwere Schuldgefühle ist. Angeblich ist all dieses Chaos unsere Schuld, aber wir können uns nicht erinnern. Das Spiel wirft uns eiskalt in eine postapokalyptische Welt, in der sich in der Oberwelt nur sehr wenige und ziemlich seltsame Gestalten tummeln, die uns absolut nichts oder nur sehr wenig über die Story erzählen können. Zumindest zu Beginn. Die einzigen Kreaturen, die nicht so wortkarg, aber dennoch kryptisch sind, sind der Sargmann, der einen gemütlichen Trainingskerker betreibt, und der leicht schmierige Erzengel, der vor den Toren des Neuroturms Wache hält. Von ihm erhalten wir auch den Auftrag, in die unterste Etage dieses seltsamen Turms hinabzusteigen, alles auszulöschen, was uns in den Weg kommt, und am Ende mit dem himmlischen Plasmagewehr den einzigen und absoluten Gott zu töten. Barock startete seine Legende 1998 auf dem Sega Saturn und wurde ein Jahr später auch auf der PS1 veröffentlicht. Leider hat aber diese Perle damals Japan nie offiziell verlassen und somit gab es auch nie eine lokalisierte Version. Erst gut 10 Jahre später kam dann ein Remake für Nintendo, Wii und PS2 auf den Markt. Wer aber das echte Barock-Feeling haben möchte, der sollte um diese Remakes einen großen Bogen machen. Der atmosphärische Gothic-Industrial-Look der PS1 und Saturn-Version wurde komplett aufgebrochen. Anstatt eines First-Person-Dungeon-Crawler haben wir es nun mit einem Third-Person-Spiel im Anime-Stil zu tun, das nun beinahe wirklich nichts mehr mit der ursprünglichen Vision des Originals zu tun hat. 2020 wurde in Japan für die Switch ein Remaster der Saturn veröffentlicht, aber abermals glänzt diese Version bei uns im Westen durch Abwesenheit. Die einzige Möglichkeit, in den Genuss des absolut vernichtenden Klassikers zu kommen, ist eine Fan-Übersetzung der PS1-Version in Romhausen. Wer Japanisch gut beherrscht, greift vielleicht lieber zum Original und dann besser auch zur Saturn-Version, die grafisch der PS1-Version um Längen überlegen ist. Man sollte aber auch eine Menge Geduld und Durchhaltevermögen mit sich bringen, denn es erwartet euch ein höllischer Trip durch eine desolate Welt voller Verwirrungen, die eure kleine Seele von Minute zu Minute langsam aber sicher verzehren wird. Schon nach dem sehr kryptischen Intro macht uns Barock ganz deutlich klar, dass die Welt des Spiels kein Zuckerschlecken ist. Man macht seine ersten Gehversuche und schlendert durch die leere Stadt, die zum Glück keine Monster enthält, die uns beim ersten Kontakt sofort das Licht auspusten könnten. Stattdessen treffen wir auf Metawesen, einstige Menschen, deren Seelen komplett ausgelöscht wurden. Zunächst möchte man mit diesen Kreaturen vielleicht nichts zu tun haben, da sie einem auch nichts zur Hintergrundgeschichte erzählen werden, und so schlendert man zunächst zum freundlichen Sargmann, bei dem man wenigstens die Überlebensgrundlagen in seinem Übungskerker erlernen wird. Der Typ bringt mit seinen flotten Sprüchen wenigstens ein bisschen Licht in diese trostlose Welt. Doch auch dieser scheinbare Übungsdungeon wird von Instanz zu Instanz immer schwieriger und absurder. Der Sargmann ist vielleicht ein kleiner Sadist, aber tief im Inneren ist er doch ein herzensguter Mensch, der uns für die bevorstehende und wiederkehrende Reise in die Tiefen des Nichts sehr gut vorbereitet. In der Oberwelt gibt es ansonsten nicht viel zu tun. Es gibt keinen freundlichen Händler, der uns mit wertvollen Gegenständen versorgt. Es gibt keinen Arzt, der unsere Wunden heilt. Man ist komplett auf sich alleine gestellt und wird sich auch die Story aus den beinahe unzähligen Fragmenten, die einem die NPCs ins Gesicht klatschen, zusammenbauen müssen. Manchmal scheinen die Geschichten absoluter Nonsens zu sein.
Nichts erscheint Sinn zu ergeben, doch wer hier sich kopflos durch die Unterhaltungen klickt, begeht wohl den größten Fehler, den man im Spiel begehen kann. Die teils surrealen, teils witzigen Phrasen der NPCs, die wir nicht nur in der Oberwelt, sondern auch tief in den Dungeons treffen werden, ergeben im Ganzen nicht nur eine Story, sondern sie versorgen uns auch mit absolut wichtigen Hinweisen, um überhaupt aus dem Dungeons wieder herauszukommen. Dass wir jedes Mal sterben und wieder bei Null anfangen müssen, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Manche Charaktere reagieren auf Gewalt, andere hingegen erfreuen sich über kleinere Geschenke und wie gesagt, zu Beginn erscheint alles überhaupt keinen Sinn zu ergeben und man fühlt sich verlorener als in einem From-Software-Spiel. Aber alles ergibt in einem jeden Durchlauf immer mehr Sinn, wenngleich auf eine absurd surreale Weise. Mit der zermürbenden, aber absolut atmosphärischen Musik im Hintergrund begeben wir uns schließlich das erste Mal auf die Reise, um die Tiefen des mysteriösen Neuroturms zu erforschen. Irgendwo da drin werden wir wohl Antworten und Erlösung finden werden. Oder etwa nicht? Wir pfeifen auf die Warnungen des Erzengels und begeben uns ohne Waffen und ohne irgendwelchen Erfahrungswerten in die dunklen Keller voller fürchterlicher Monster. Eine Waffe haben wir nicht, aber schon nach wenigen Schritten werden wir feststellen, dass die Dungeons voller Items sind. Was uns vielleicht ein wenig zu denken geben sollte, sind die zwei kleinen Balken in der oberen linken Ecke des Spiels. Natürlich gibt es die klassische Gesundheitsanzeige, die bei Feindkontakt Schaden nehmen wird. Darunter befindet sich allerdings noch eine Vitalitätsanzeige, die viel wichtiger zu sein scheint, als die bloße und kalkulierbare Gesundheit. Anders als in den üblichen Rollenspielen oder Dungeon-Crawlern repräsentiert die VT-Anzeige nicht nur eure Ausdauer im Spiel, sondern ist gewissermaßen die einzig wahre Lebensenergieanzeige. Unerbittlich tickt sie gegen Null und es spielt absolut keine Rolle, ob man einen großen oder kleinen Angriff ausüben wird, oder wie ein kopfloses Huhn durch die verwirrenden Labyrinthe läuft. Es gibt kein Entrinnen, denn eure Vitalität wird sich erbarmungslos entladen. Und es hilft auch nichts, für einen Moment innezuhalten, denn während sich die Gesundheit tatsächlich teilweise wieder auflädt, wird auch im absoluten Stillstand die VT-Anzeige gegen Null gehen. Und dies wird auf das Gameplay eine entscheidende Auswirkung haben. Natürlich gibt es Items, mit denen man seine Vitalität wieder auffüllen kann, aber das wird euch auf Dauer nicht am Leben halten, zumal man auch erstmal ein entsprechendes Item finden muss. Der einzige Ausweg ist die direkte Konfrontation mit dem Feind. Normalerweise geht man in einem Roguelike mit Bedacht vor. Jeder Schritt kann ja im Prinzip der letzte sein und man möchte ja so lange wie möglich im Dungeon überleben. Greift man nun einen Feind an oder läuft man an ihnen vorbei und sucht sich einen anderen Weg, der uns vielleicht noch tiefer in den Kerker treibt, mit noch gefährlicheren Monstern, aber mit der Hoffnung, irgendwelche Items zu finden, die uns am Leben erhalten? Grundsätzlich möchte man auch in Barock so lange wie möglich überleben und die Monster werden von Mal zu Mal schwieriger, mal davon abgesehen, dass man es in diesem Spiel mit den wohl absurdesten und ekelhaftesten Monstern zu tun haben wird, die wir je in einem Dungeon Crawler gesehen haben. Hastig prügelt man auf den Angriffsknopf ein, denn erledigt man einen Gegner, winkt als Belohnung eine kleine Perle, mit der man ein wenig seine VT-Anzeige wieder auffüllen kann. Es ist manchmal der aussichtslose Kampf, der uns am Überleben hält, denn sinkt die Vitalität gegen Null, wird man auch an Gesundheit verlieren, bis man elendig ins Gras beißen wird. Zum Glück ist die Steuerung recht überschaubar, denn für den Angriff reicht allein nur die Kreistaste. Insgesamt wird der Charakter mit der Panzersteuerung durch die Dungeons manövriert, was auf Dauer und der Länge der Dungeons einem erhebliche Schmerzen im Daumen einbringen wird, weshalb man unbedingt auf den kleinen Analog-Knopf auf seinen DualShock-Controller drücken sollte. Mit den L1 und R1-Tasten kann man schnell nach links oder rechts ausweichen, aber im Prinzip ist das auch schon alles, was man über die Steuerung wissen muss. Der zentrale Punkt des Spiels und Schlüssel zum Überleben wird aber euer Inventar sein. Wie gesagt, wird man während eines Durchlaufs eine Unmenge von Items aufgabeln werden. Allerdings hat man nur ein begrenztes Inventar, womit das Item-Management das A und O des Spiels ist. Neben Schwertern und Rüstung wird man auch auf Dinge stoßen, mit denen man seine Rüstung ein wenig aufwerten, beziehungsweise sich Buffs von Gegenständen entfernen lassen kann. Der übliche Kram also. Interessanter sind schon die unzähligen Knochen, auf die man stoßen wird. Grundsätzlich weiß man nie, welchen Zweck die meisten Items haben. Nicht alle haben eine erklärende Beschreibung und es bleibt dem Spieler offen, am unbekannten Knochen zu nagen, um so sich entweder selbst einen großen Schaden zuzufügen oder vielleicht ein absolut nützliches Item zu entdecken. Items, die man nicht mehr braucht, können abgelegt oder weggeworfen werden. Allerdings sollte man sich auch oft überlegen, ob man nicht einige Items auch als Waffen einsetzen kann, um so entsetzlichen Schaden am Feind auszuüben oder gleich dem ganzen Raum einen Flächenschaden auszusetzen. Unter den Gegenständen wird man auch Fleisch gefallener Seelen finden, mit denen man rein theoretisch seine Gesundheit wieder auffrischen kann. Allerdings sollte man aufpassen, da einige Fleischbrocken auch mit einer mittelprächtigen Lebensmittelvergiftung daherkommen. Man kann vergiftetes Fleisch natürlich für einen kleinen Push mit Nebenwirkungen sofort verzehren, oder man wartet auf einen Gegenstand, mit dem man das verdorbene Fleisch reinigen kann. Hat man bereits einen maximalen Gesundheitswert, kann man mit mehr Fleisch seine maximale Gesundheit sogar noch weiter erhöhen. Die Vitalität bleibt immer gleich und lässt sich auch nur mit einem Levelaufstieg erhöhen, oder eben nur kurzfristig mit bestimmten
bestimmten Items. Das Itemsystem ist wohl eines der komplexesten Dinge, die wir je in einem Roguelikes gesehen haben. Noch dazu in einem sehr frühen Ding, das nun vor gut einem Vierteljahrhundert auf den Markt kam. Es gibt beinahe unzählige Objekte und auch die Möglichkeit, verschiedene Objekte miteinander zu kombinieren, was Barock zu einem unfassbar faszinierenden Spiel macht, in dem man beinahe mehr mit seinem Inventar beschäftigt ist, als im Kampf gegen die grässlichen Kreaturen. Wie in Roguelikes üblich scheint der anfängliche Schwierigkeitsgrad unüberwindbar zu sein. Das Kampfsystem scheint nicht viel herzugeben, ist aber mit seinen verschiedenen Spezialangriffen immer noch komplex genug. Und auch die Feinde verfügen über teils sehr komplexe und folgenschwere Angriffe. Man wird gezwungen zu erlernen, welche Waffe und welche Objekte zu welchen Monstern passen und wird somit auch gezwungen, sehr oft mit seiner Ausrüstung zu experimentieren. Die Beherrschung der Feinheiten des Kampfsystems und der Verwendung von Gegenständen verleiht dem Spiel einen unterhaltsamen und extrem strategischen Aspekt, der das Äußerste des Spielers abverlangt. Der Kern des Spiels ist aber nicht in erster Linie die Räumung des Neuroturms. Klar wird man damit hauptsächlich seine Zeit verbringen, aber das Hochleveln des Charakters ist nicht das eigentliche Ziel. Jedes Mal, wenn man scheinbar erfolgreich einen Durchgang überlebt hat und vielleicht mit einem Level 20 oder 30 Charakter den Gott der Götter mit seiner Plasmakanone ins Jenseits geschickt hat, beginnt man den nächsten Durchlauf wieder bei Level 1 mit absolut nichts in seinen Händen. Und mit dem stumpfen Killen der Monster und dem Absolvieren des Neuroturms wird man auch nie die eigentliche Story des Spiels aufdecken. Das Problem ist nur, dass das Spiel einem auch nie an der Hand nimmt und einem auch nie zeigen wird, wo es lang geht. Wichtige Handlungspunkte sind versteckt und werden nur durch die komplexen und kryptischen Textpassagen der NPCs enthüllt, die man wie schon erwähnt in der Oberwelt oder im Turm findet. Sie geben einen Einblick in die Welt und das, was vor sich geht, und einige enthüllen, wenn auch auf vage Weise, Informationen über die Vergangenheit der Hauptfigur. Wie man aber diese Knotenpunkte auslösen kann, bleibt die meiste Zeit allerdings ein Rätsel. Versuch und Irrtum ist das Einzige, was zählt. Es reicht einfach nicht, aus alle Monster im Turm zu töten. Das alleine wäre eine niemals endende Sisyphus-Arbeit ohne Sinn und Verstand, die niemals zur endgültigen Erlösung führen wird. Wobei das ja wieder auch so schön in die trostlose Welt von Barock passt, in der nicht nur die NPCs ihre Seele verloren haben. Auch der Spieler wird von Stunde zu Stunde von dieser Welt mit Haut und Haaren verzerrt werden. Die Dungeons sind übrigens prozedural generiert. Jedes Mal, wenn man in die Tiefen des Turms herabsteigen wird, wird man auf neue Gänge und neue Geheimnisse stoßen, mitsamt einer Vielzahl an Monstern, die von Mal zu Mal schwieriger werden. Aber auch wenn alles schwieriger wird, kann man nicht von jetzt auf gleich aufhören. Man muss die Erlösung finden. Und so dreht man verzweifelt seine Runden im Turm. Stirbt, kommt zurück ins Leben, nur um vielleicht einige Momente später wieder ins Gras zu beißen. Aber auf diese Tour wird man wohl nie das Ende des Spiels sehen, sofern es überhaupt ein Ende gibt. Der Spieler muss selbst herausfinden, ob es überhaupt nötig ist, einen Durchgang lebendig zu überstehen. Sehr oft bringt nur der Tod die Erlösung und das nicht nur innerhalb des Turms, sondern auch in der Oberwelt. Nur wer selbst sein Leben in die Hand nimmt, wird endgültig Erlösung finden und das macht dieses Spiel zu einem absolut faszinierenden Ding, dass es das Spielprinzip auf ein komplett neues Level an Dynamik verfrachtet. Nur wer herausfindet, wann und wo es der richtige Zeitpunkt ist zu sterben, wird die verwirrende Handlung aufdröseln, wenngleich sie trotzdem komplett verworren und voller seltsamer Wendungen bleibt. Und wer genau hinschaut, wird erkennen, dass man nicht unbedingt mit leeren Händen in ein neues aussichtsloses Leben starten muss. Der freundlich gruselige Sammler, auf den man schon ganz früh in der Außenwelt treffen wird, nimmt nicht nur gerne Geschenke von euch an. Wenn man ihn mit ein paar kräftigen Ohrfeigen begrüßt, spuckt er sogar die ehemaligen Geschenke wieder aus. Achtet also darauf, welche Gegenstände ihr diesen absolut gruseligen Typen schenken wollt. Wenn man das Spiel startet und seine ersten Schritte in der Oberwelt macht, erhält man schon einen ersten Eindruck, was einem in den nächsten unzähligen Stunden erwarten wird. Wenn aus heutiger Sicht die Grafik sehr matschig erscheint und man unter dem Pixelsalat nicht wirklich viel erkennen kann, hat das Spiel einen unglaublich erdrückenden Charme. Das Design der Welt und vor allem die Monster scheinen dem schlimmsten Fiebertraum entsprungen zu sein, den man sich nur vorstellen kann. Die Atmosphäre wird einem schon nach wenigen Sekunden in seinen Bann gezogen haben und auch wenn alles so furchtbar entsetzlich rüberkommt, kann man sich einfach nicht satt sehen. Je tiefer man in die Dungeons hinabsteigt, desto mechanischer und fleischiger wird die Pixelkunst. Die Farben sind dumpf und von Mal zu Mal spürt man, wie irgendeine nicht greifbare Entität einem dem Hals immer enger schnürt. Monster sind absolute Ausgeburten der Hölle, Geschöpfe, die nur durch eine Überdosis Absinth und groben Pixeln ins Leben gerufen wurden. Wobei auch die NPCs nicht gerade einen Schönheitswettbewerb gewinnen würden. Die Körper sind teilweise entstellt,
Gliedmaßen und Köpfe befinden sich oft nicht da, wo man sie erwarten würde. Fleischige Räderwerke werden nicht nur euren Körper, sondern auch eure Seele in Stücke reißen und überall spürt man eine entsetzliche Trostlosigkeit, aus der es scheinbar kein Entrinnen gibt. Aufgepeppt wird alles mit Zwischensequenzen aus der Hölle, die einem die schönsten Träume seines Lebens verpassen und da Grafik natürlich nicht alles ist, darf man sich auf einen absoluten Ohrenschmaus freuen. Die Musik durchdringt auch noch die letzten Winkel eures Verstands und nisten sich auf Ewigkeit in euren Gehirnwendungen ein. Sollte die erdrückende Atmosphäre nicht schon eure Seele gebrochen haben, wird der Soundtrack sein Bestes geben, um euch langsam und genüsslich bei lebendigem Leib zu verdauen. Insgesamt ist Barock vermutlich kein Spiel für jedermann. Es ist definitiv kein Ding, um seine Seele baumeln zu lassen und um sein Gehirn für einen kurzen Moment zum Schaukeln zu schicken. Barock wird euch alle Knochen und eure Seele brechen. Es wird euch mit Haut und Haaren auffressen, euch verdauen, wieder ausspucken, nur um erneut durchgekaut, verdaut und ausgespuckt zu werden. Und wenn euch das Spiel mal einen Augenblick bei der Hand nimmt, dann auch nur, um euch einen Augenblick später in einen Abgrund voller Säure zu schubsen. Barock wird euch hassen, so sehr ihr es auch lieben wollt. Niemand kann behaupten, schon alles gesehen zu haben, wenn man nicht einmal in seinem jämmerlichen Leben Barock gespielt hat. Und wenn ihr meint, dass ihr hart genug seid, dann schaut euch nach der praktischen Fan-Übersetzung in Romhausen um. Alle anderen greifen zur japanischen Saturn-Version und wer auf die Idee kommt, sich das Remake zu holen, wird mit mindestens 20 Stunden Peppa Pig bestraft, was vermutlich immer noch das kleinere Übel ist. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.